Er ist ja nicht weg. Moment mal. Den Zusammenhang verstehe ich jetzt aber an sich überhaupt nicht. Wir haben ja noch das, was er gesagt hat. Das klingt wie mitgedacht. Das macht einen guten Eindruck und ist naturgemäß Schwachsinn. Und er hat viel gesagt, bevor der Abend lang wurde. Mir fliegen die Arme und Beine ab. Ja, im Ernstfall kann man doch auf den Arschbacken weiterhopsen. Aber die gute Laune ist weg. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frankfurterer und Frankfurterinnen, ich begrüße Sie ganz herzlich hier heute Abend zur sogenannten oder auch Belz-Gala. Es ist ein Jahr her, dass Matthias Belz gestorben ist. Es war ein Schock für uns. Wir waren traurig, wir haben es nicht verstanden. Der Schock hat sich etwas gelegt. Die Trauer hat der Zahn der Zeit etwas weggenagt. Und wir haben deswegen gesagt, weil gerade auch Belz, das haben wir eben nochmal gehört, das Geschichtliche. Und so ähnlich wie Brecht immer vom Theater gesprochen hat, hat Belz immer in Nachfolge von Helmut Kohl gesprochen, Geschichte. Das Geschichte und Geschichtliche war für ihn sehr wichtig, weil er gesagt hat, wer die Geschichte nicht im Griff hat, kann die Zukunft gleich sausen lassen. Haben wir diesen Abend Gala genannt. Gala war ein Lieblingsbegriff von Belz, er hat es auch definiert, er hat es aus dem etymologischen Wörterbuch herausgeholt, es kommt aus dem Hebräischen und heißt im Griechischen, sagt Belz, Apokalypse. Und da haben wir uns gesagt, das ist die richtige Bezeichnung auch für diesen Abend, denn das können wir uns nicht bieten lassen. Gerade zu einer Zeit, wo Belz-Gala ein Jahr im Rheinischen sagt man Jährchen und Krieg zusammenkommen. Das hat miteinander nichts zu tun und trotzdem werden wir damit umgehen müssen, weil gerade Matthias Belz hat den Krieg im Alltag empfunden. Und ich zitiere ihn, er sagt, ich habe eine Heidenangst vor dem Leben. Dann gehe ich auf die Straße und sehe, dass ich recht habe. Ich bin Zuschauer eines dramatischen Welttheaters. Wir leben in einem Land, wo auch Krieg herrscht. Es wird gemordet und geschlachtet. Und unsere Aufgabe ist es, das zu zeigen und eine gewisse Souveränität zu schaffen. Was heute abläuft, das wird uns selber überraschen. Es sind Freunde, es sind Kolleginnen und Kollegen von Matthias Belz, die das zu Gehör bringen, neu oder schon bekannt, für sich selber zumindest, was Belz gemocht hat oder was er ist ja im Geiste bei uns bei, neu lieben lernt. Und der Erste, den ich hier begrüßen darf, ist jemand, dessen Nachname von ihm selber als ein schweres Schicksal bezeichnet wird und dessen Vorname ihn auszeichnet als Namensvetter von Matthias Belz, Matthias Deutschmann. Vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Kabarett, hat Karl Graus mal gesagt, ist Truppenbetreuung für die Heimatfront. Einstweilige Vergnügung, vorläufiges Fronttheater. Ja, ja, Matthias, hörst du mich? Wir sind auf Sendung. Fernsehen ist da, null Medium. Wir machen trotzdem was. Für dich. Die wollen hier in Frankfurt ein Denkmal für dich aufstellen, Straße benennen. Die wollen aus dir den Rudi Dutschke der Kleinkunst machen. Wir können nichts dagegen tun. Hier ist die Hölle los. Die Amis haben den Irak überfallen. Daraufhin hat die ARD den Scheibenwischer abgesetzt. Hat niemand gemerkt. Eigenartig. Komisch. Ich bin ein Kind der 60er Jahre, meine Damen und Herren. Bin jünger als der Matthias, der uns jetzt beobachtet. 60er Jahre, harte Zeit damals. Es gab nur zwei Fernsehanstalten, ARD und Adenauer Fernsehen. Und hat eine Vielzahl von Bildungsmöglichkeiten, über 40 Kanäle, auf denen Krieg läuft. Panzerketten. Staub, das Nullmedium. Ach, ein Ufer, ja, der Tigris, ja, der Experte, es ist ein Ufer. Fragt sich, ob es Bagdad ist. Klasse, also das Nullmedium in Aktion. Aber damals, 60er Jahre, gab es nur zwei Fernsehsender und wir haben damals nur die wertvollen Sendungen sehen dürfen. Kein Ami-Quatsch, hat der Vater gesagt, kein Ami-Quatsch. Lassi zum Beispiel war Ami-Quatsch. Lassi durften wir nicht sehen.
Wir haben heimlich Lasse geguckt und Nutz gegessen. Ja, sehr jüngere Leute schauen mich mit großen Augen an. Was erzählt der alte Mann auf der Bühne? Ja, wenn sie keinen Karies haben, können sie gar nicht mitdiskutieren. Lasse und Nutz. Und heute, wo sind wir heute? Nach 18 Jahren RTL, bei 7 Tage, 7 Köpfe. Ein Titel, der nach Guillotine schreit. Ja. Wirken lassen, das ist er. Mensch, Matthias, die Leute sind zäh. Wahnsinnig zäh. Na, das kennst du ja. Zäh. Ja, nach dem Krieg, meine Damen und Herren. Es ist Krieg. Und der Intendant sagt, ich begehre nicht, schuld daran zu sein. Wir brauchten den Matthias jetzt als Rechtsexperten, als Volljuristen. Gerade jetzt mit Artikel 26, Verbot eines Angriffskrieges. Da müssten wir doch die Airbase hier dicht machen. Den Amis sagen, ihr dürft nicht drüber fliegen. Und dann macht es trotzdem. Und abschießen können wir sie nicht. Das wäre dann doch zu konsequent. Also. Und da würde auch Frau Merkel durchdrehen, verstehen Sie? Frau Merkel. Ja, Frau Merkel mit Handtasche ist quasi die deutsche Maggie Thatcher. Unglaublich, also. Da bereut man die Wiedervereinigung, oder? Erstaunlich, wie der Schmidt sich hält. Matthias, der Schmidt, Entschuldigung, der Schröder. Der Schröder, ja, schon etwas älter, kann passieren. Also, der Schröder hat Schmidt-Niveau, wollte ich sagen. Staatsmännisch. Wollt doch nur den Wahlkampf gewinnen mit der Friedensgeschichte. Und jetzt muss er Politik machen. Weltpolitik auf der Achse Paris, Berlin, Moskau, Peking. Eine sehr lange Achse des Bösen. Mit einer riesen Hebelwirkung. Ich glaube, der Schröder hat Adorno widerlegt. Darf man hier in Frankfurt sagen. Der Matthias hat immer gesagt, Adorno, Adorno, Giro, Conto, Storno. Hat er gesagt. Und jetzt habe ich das Gefühl, der Schröder macht das Richtige im Falschen. Verstehen Sie? Ja, gut. Okay. Man muss in Frankfurt nicht Adorno kennen, muss man in Frankfurt nicht kennen, meine Damen und Herren. Also man kann ja nichts mehr voraussetzen, muss man ja auch nicht. Also ich wollte nur sagen, mein innerer Schweinehund sagt mir, es ist nicht gut so, aber es ist besser so. Verstehen Sie? Denn wenn der Stoiber die Wahlen gewonnen hätte, wer wäre dann Außenminister? Wer? Das Guido-Mobil vor dem Kreml? Also lassen wir das. Es ist nicht gut so, aber es ist besser so. Und der Krieg läuft, ja. Was soll man sagen? Die Amerikaner, Mr. Tommy Franks, der Oberbefehlshaber, hat gesagt, die Soldaten hassen den Krieg am meisten. Daher haben wir auch deutsche Generäle den Blitzkrieg erfunden, damit es schnell geht. Ja, schnell Frieden, also. Aber jetzt ist dann doch kein Blitzkrieg in und um Bagdad, sondern man sieht gefangene Amerikaner im Fernsehen und da entdeckt der Bush die Genfer Konvention. Also die zweitgrößte Entdeckung nach Kolumbus. Denn Genf ist weit weg, also. Und Guantanamo, gibt es einen Ort auf der Welt, der weiter entfernt ist von Genf als Guantanamo? Guantanamo? Gefangen in Bodenhaltung? Mit so eigenartigen roten Kostümen, so springt bei uns das Bundesverfassungsgericht rum? Naja, gut. Die Amerikaner haben da eine ganz andere Rechtsauffassung. Ganz andere Rechte von Offshore. Man sagt Offshore Justice. Liberty and Justice for all, but not offshore. Gut, wir Deutschen haben unser Grundgesetz. Da heißt es, von deutschem Boden soll nie wieder ein Krieg ausgehen. Und Artikel 26, was sollen wir machen? Da hängen wir fest. Wir müssen das ja ernst nehmen. Gut, andere sagen, das Grundgesetz, das war damals immer Fact quasi. Das ist ein Scherzartikel. Da haben wir keine Chance, weil es geht ja nicht um Recht, es geht ja um Macht. Es geht um
Höhere Gewalt heißt es ja. Es gibt in Frankfurt so einen durchgedrehten Kriegsprofessor, der hat geschrieben, höhere Gewalt. Jetzt, die Amerikaner bauen das Imperium auf, verstehen Sie? Das gutmütige, das wohlwollende Imperium. Imperium Americanum klingt wie Gummi Arabicum, oder? Naja, das wohlwollende, der Leviathan, verstehen Sie? Das wohlwollende Ungeheuer. McDonald's weltweit als Nahrungsmittelbeauftragter. Haben Sie mal Menschenrechtswochen bei McDonald's? Gerade laufen die Irakwochen. Als wenn die Moral Brunftzeit hätte. Nein, die Amerikaner, das heißt es ja im Feuilleton bereits, die Amerikaner sind die Römer der Neuzeit. Ja, die Römer der Neuzeit. Reagieren Sie überhaupt nicht gut, dann drehen wir es rum, sagen wir, die Römer waren die Amerikaner der Antike. Ja, da lachen Sie plötzlich. Die Amerikaner der Antike. Die Römer haben die Welt beherrscht, soweit sie sie kannten. Wer spät am Abend in die Sterne schaut und sich dabei vor gar nichts graut, der weiß genau, dass seine Lebensfrist nicht erst seit gestern abgelaufen ist. Ich blick mit Angst und mit Behagen seit Jahren schon an allen Tagen mit leichtem Beben und mit Graus durchs Fenster in die Finsternis hinaus. Ich hock am Herd und fürchte nicht, nicht Messer, Schere, Gabel, Licht, ich fröstle bloß mit großem Schrecken vor Jungfrauenblut in Dornenhecken. Maria, ruf ich schwer verwirrt, Maria durch McDonwald irrt. Maria, flüstern wir so dann mit dir, Maria. Fing es an, fing es an, fing es an. Das ist aber nett. Nein, es ist folgendes, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich bin gerade noch mal überlegen. Ich überlege gerade noch und in meinem Kopf, da stimmt was. Ich habe irgendwie Probleme mit dem Kopf, muss ich ehrlich, ich steige gerade um von Kopf auf Bauch, wissen Sie. Ich nehme die Wirklichkeit nur noch mit dem Bauch wahr, weil der Kopf, da mache ich so viele Fehler und schönes Theater, muss ich sagen. Ist jetzt reiner Bauch. Also wirklich, fällt mir gut. Nein, das hätte Matthias auch gut gefallen. Schauspielhaus Frankfurt, geil. Aber was spielen wir da? Ja. Und voll heute, auch schön. Aber nein, es geht um voll. Jetzt fällt es mir wieder ein, was ich sagen wollte. Ich hab mir heute noch das Buch von Matthias vorgenommen. Gute Nacht, Europa, wo immer du auch bist. Und jetzt habe ich es liegen lassen. Also das ist... ein bisschen blöd hergegangen heute in München, weil ich bin dann in den Zug hierher gefahren und habe mir gedacht, das wäre ein guter Einstiegssatz, wenn ich mit dem Satz von Matthias anfangen würde. Aber jetzt, wie gesagt, der Kopf, gell, also
Ich hab doch, jetzt weiß ich's. Warte, vielleicht kennen Sie, vielleicht können Sie mir helfen. Obwohl es so wie Sie da sitzen, glaube ich. Oh, gut, also. Nein, das ist im Schauspielhaus üblich, ich weiß schon, das ist... Ja, okay, macht nichts. Es ist folgender Satz, wie heißt der, den kennen Sie vielleicht auch. Stellen Sie sich vor, oder stell dir vor, es ist Krieg. Aber oh, wie geht der weiter? Nein, nicht und alle gehen hin. Nein, der heißt anders. Jetzt weiß ich, jetzt nichts vorsagen. Jetzt weiß ich. Stell dir vor, es ist Krieg und alle sitzen vor dem Fernseher. So meine ich, genau. Ja, also muss ich sagen, rein optisch, also sowas haben wir noch nicht gehabt. Also ich habe mir das alles angeschaut und wie das System sich selber sendet, überzeugend, wirklich wahr. Also ich habe den... Was mir ganz gut gefällt, Klaus-Erich Bötzges, also wenn er spontan ist, wir schalten jetzt nach Kuwait City, hallo, und dann ruft er den Reporter da, der ist aber gerade nicht da, weiß nicht, wo der ist, dann sagt der Bötzges, wir hören mal rein, dann drehen die den Ton auf, rauschen, na, ist nicht da, gut, dann schalten wir den Nordirak, ja, wisst ihr da was Neues, nein, aber wenn wir was wissen, dann sagen wir sofort Bescheid, gut, dann schalten wir nach Washington, in Washington haben wir einen Experten, wissen Sie was, nein, wir wissen auch noch, wir geben zurück nach Hamburg, wenn wir was wissen, melden wir uns, klasse, wirklich, also, das, so stellt man sich das eigentlich vor, gell, na, man merkt, die ARD hat, ja, die ARD hat ein Korrespondentennetz. Also es hat mir sehr gut gefallen bisher. Naja, also eins muss man auch sagen, ne, jetzt ist es auch Zeit geworden, dass die Welt neu geordnet wird. Gell? Also der Bush sagt ja, er möchte die Welt neu ordnen. Gell? Wahrscheinlich hat er einen Atlas daheim, dann sitzt er da und schaut sich zu an. Ja, wo können wir den aufräumen, gell? Na, dann hat er gesagt, Mensch, da müssen wir mal nachschauen im Irak. Sag gerade die, du Bodenschätze, hey. Außerdem haben wir da einen Diktator, gell? Dem haben wir doch vor Zeit noch mal ein paar Waffen geliefert. Was ist, die können wir doch jetzt eigentlich abrüsten. Hat er die noch? Dann behauptet der Saddam, die hat er gar nicht mehr. Dann holen die alten Lieferscheine raus und sagen, Moment mal, das muss aber sein. Und so geht's doch nicht. Da hat er da die ganzen Ölvorräte, eine der stärksten Ölvorräte überhaupt, vermutet man im Irak. Ist doch ungerecht. Warum hat dieser Sauhund das? Ne? Also, das war ein reiner Bauchsatz jetzt. Ne? Man muss immer ganz aufpassen. Auf einmal, wenn der Kopf, da kommt der Blödsinn. Aber aus dem Bauch raus reagiere ich sehr gut. Also zur Zeit, muss ich sagen. Und dann auch diese 250.000 Soldaten sind da aufmarschiert unten da am Golf. Gell? Ja, jetzt sind sie da. Ja, sollen wir die vielleicht wieder... Diese Unverschämtheit von diesem Saddam Hussein, auf den Vorschlag der Amerikaner einzugehen und einfach tatsächlich die Raketen abzurüsten. Ja? Ich meine, da hätte ich mir auch verarscht vorkommen. Ja? Deshalb hat doch der Bush gleich gesagt, das ist völlig bedeutungslos, hat er gesagt. Ja? Ja, da hat sich der Saddam wahrscheinlich gedacht, wenn es ohnehin bedeutungslos ist, ja, warum soll ich dann abrüsten? Er hat sich vielleicht gedacht, naja, wenn der Krieg kommt, wären ein paar Waffen vielleicht nicht schlecht. Gell? Umgekehrt hat sich wahrscheinlich der Bush gedacht, erst rüst man ab an Saddam, dann ist der Krieg einfacher, gell? Weil die Soldaten ohne Waffen schießen ganz selten zurück, also ganz selten. Naja. Das ist bedeutungslos. Wenn was bedeutungslos ist, habe ich mir überlegt, jetzt kommt der Kopf, Vorsicht. Wenn was bedeutungslos ist, da machen wir jetzt ganz, wir brauchen ein bisschen Zeit. Dann, wenn etwas bedeutungslos ist, dann bedeutet das etwas. Gell? Das muss aber noch nichts heißen. Ja, sagen wir in Niederbayern, das heißt ja nichts, gell? Oder heißt ja noch nichts. Gell? Naja, ich rede manchmal so doppeldeutig daher. Oft sage ich was ich meine, dann meine ich wieder was ich gar nicht sage, gell? Oft sage ich was und hinterher frage ich mich, wie habe ich das gemeint? Also, ist mir auch schon passiert, ne? Nein, ich bin ja sehr skeptisch, wenn ich da was zusammen denke. Neulich sage ich was zu meiner Frau, da hat mich die gleich gefragt, wie meinst du das? Ne? Da war aber das Geschirr schon gefährdet. Also, ich muss sagen, na, aber das kann ich nicht haben, wenn mir jemand widerspricht, während ich nachdenke, ist eh schon schwer genug. Na, der Punkt ist folgender. Na, ich sage Ihnen, was ich zu meiner Frau gesagt habe. Ich habe gesagt, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Bush, Schröder und Daniel Kübelbeck. Ja, jetzt schauen Sie aber, gell? Ja? Ja, Daniel Kübelbeck kennen Sie, das ist der, von dem der Bohlen gesagt hat, Bohlen hat doch gesagt, er weiß nicht warum, aber er gehört auf eine Bühne. Ja?
Ja, der Bullen arbeitet auch mir aus dem Bauch raus. Aber gut. Nein, welche Gemeinsamkeit gibt es zwischen Busch, Schröder und Kübelbeck? Na? Ich sag's ja nicht. Die drei zeichnen eine souveräne Unfähigkeit aus. Ja, also der Daniel kann nicht singen, er singt aber, der Gerd kann nicht regieren, er regiert und der Busch, naja, ich möchte es gar nicht sagen. Weil wenn ich jetzt, na, es ist so, wenn ich nämlich jetzt aus dem Bauch raus reagieren würde, könnte es sein, dass mir gleich von der Bühne, aber ich kann man ja, ne, man muss ja doch, also über eine Anspielung, ich sage mal, der Gerd, nicht der Gerd, auch, aber der Busch, der ist ein Phänomen, sagen wir mal so. Allerdings frage ich mich schon, wie ein Mann mit dieser geistigen Ausstattung Präsident der Vereinigten Staaten werden kann. Ja. Weil. Aber auch da gibt es welche, die sagen, muss ich drüber nachdenken. Na, find ich toll. Da vorne, gell? Na, ich finde es auch gut, dass man da nicht gleich aus dem Bauch raus. Nein, find ich stark, gefällt mir. Der Busch hat ein Niveau erreicht, das er selber vermutlich gar nicht mehr erkennen kann. Aber wichtig ist bei dieser ganzen Situation als Politiker, dass man selber nicht merkt, wenn man was macht, was man nicht kann. Ja? Weil wenn man es merkt, ja, dann fängt man das Denken an und sowas hält ja nur auf. Ja? Aber der merkt es nicht, der Kübelbeck merkt es nicht. Ne? Der singt und denkt, oh, stimmt alles. Und auch der Gerd Schröder regiert, ja, oh, er merkt es einfach. Und der Busch, wie gesagt, also eine Klasse für sich. Ja? Ich merke es ja noch. Ich merke es immer noch, wenn ich was nicht kann. Ja? Ich bedauere das sehr, aber ich bin lernfähig. Ich habe zum Beispiel jetzt ein kleines Beispiel. Ich habe jetzt Klavier spielen. Wir haben zu Hause Klavier. Meine Tochter spielt Klavier. Habe ich mich hingesetzt, habe gedacht, probierst du das auch einmal. Gell? Dann habe ich so richtig in die Tasten gehauen, richtig drauf gehauen, von oben nach unten, links nach rechts. Und nach einer gewissen Zeit, so nach 2 Stunden, habe ich mich wirklich gefragt, weil es klang, also ich habe mir gedacht, es klingt irgendwie nicht so richtig, es klang falsch, aber klingt das falsch, habe ich mich gedacht, ne? Und ich habe mir Zeit gegeben, ich habe dann nochmal gedacht, nein, nicht aufgeben, weitermachen, immer, und auf einmal klingelt bei uns an der Tür, steht der Nachbar draußen und sagt, schau mal, merkst du das nicht, dass du nicht Klavier spielen kannst? Sag ich, doch, aber ich kann es nicht glauben. Ja. Wenn ich jetzt Bundeskanzler wäre, gell? Aber ich bin ja nicht, aber mit dieser Fähigkeit, mein lieber Schwandl, da hast du Vorteile, als Politiker hast du davon. Oder Eichel, ne? Einer von Ihnen, ein Hesse, ne? Ja, gell? Wer hätte das gedacht, gell? Bitte, was sagen Sie? Nordhesse, ja, da nehme ich es nicht so genau. Ne, aber wichtig beim Eichel ist, der ist ja ideal, ne? Der ist Lehrer obendrein, gell? Und tut einen Job, den er nicht beherrscht. Also ich finde das, obwohl inzwischen weiß er auch, der Aufschwung kommt nicht. Ich glaube, Sie haben es ihm gesagt, und gesagt, Hansi, irgendeiner hat ihn jetzt so am Arm gezupft und hat gesagt, Hansi, der Aufschwung kommt nicht. Ach so. Und dann lässt er immer den Mund so offen stehen. Na, bei ihm zieht es ein bisschen. Na, aber Der hat ideale Voraussetzungen. Als Lehrer hat er jahrelang geübt, sich nichts sagen zu lassen. Wohingegen zum Beispiel der Gerd, der Schröder, der ist Jurist, der muss Schwächen in Kauf nehmen. Gell? Das ist, ich habe ihn jetzt im Bundestag, als er seine richtungsweisende Rede gehalten hat, das war gut, haben Sie es gesehen? Ich schaue mir das an. Und das war noch vor dem Krieg. Ne? Der hat eine Rede gehalten, hat immer gelesen. Man hat so den Eindruck gehabt, er fragt sich selber, was lese ich denn da vor? Mensch, das kenne ich doch alles. Das habe ich doch schon mal vorgelesen. Ich denke, ich höre halt hier eine richtungsweisende Rede. Der Gerd, gell? Also komisch, ja, bitte. Aber dann hat er. Sie! Dann hat er doch diese Nummer gebracht mit dem Kündigungsschutz. Das war, da ist Mucksmäuschen still gewesen bei der SPD-Fraktion. Puh. Sind so ähnlich gesessen wie Sie hier, so.
Gehaltssteife backen. Kündigungsschuss. Müssen wir die Schnauze halten jetzt. Hat der Müntefering gesagt, da halten wir die Schnauze, sagen wir jetzt nichts. Ja. Kündigungsschuss. Und dann hat er nach dem Kündigungsschuss das Wörtchen lockern so im Bundestag versenkt. So. Und da haben die Gewerkschafter in der SPD-Fraktion, die haben dann gleich sich auf ihre Fähigkeiten besonnen und haben sie gesagt, lass ihn reden. Und als er fertig war mit der Rede, das war merkwürdig, sind alle aufgestanden. Standing Ovation. Da hat der Gerd gedacht, hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube, da hat er ja falsch gedacht. Die waren froh, dass er aufgehört hat da. Unser Gerd Schröder. Nicht? Ja, und eins muss man noch sagen, dann hat er noch die Geschichte gebracht. Wie war denn das? Da hat er doch nach dem Kündigungsschutz, hat er, glaube ich, nur über die Arbeitslosen, also richtig Themen, wo man gedacht hat, Mensch, jetzt hat er es erfasst. Also man muss die Sozialsysteme umbauen, Gesundheit, alles, Strukturprobleme der Bundesrepublik, hat er alles nochmal, wo man gedacht hat, ja, jetzt, glaube ich, hat er es. Also, und da habe ich mir gedacht, bei diesem Erkenntnistempo, die Probleme zu erkennen, gell? Da könnte sein, dass er im Jahr 2010 bei der, wie heißt die Agenda 2010, hat er vorgelegt, 2010, er denkt voraus, dass er bis dahin dann merkt, dass er vielleicht nicht mehr Bundeskanzler ist. Ja, viel Zeit. Danke. Hören Sie mich, weil ich wollte jetzt auch mal raus, weil ich dachte, es muss doch jetzt jemand auch mal aus Frankfurt zu Wort kommen. Weil ich habe mir das jetzt alles angehört, ist alles gut und schön, aber jetzt dachte ich, muss mal jemand zu Wort kommen, der ihn wirklich gekannt hat, gell? Also richtig, der ihn richtig gut gekannt hat. Der Herr Beetz, ja, das ist, ja, weil, wissen Sie, ja, ich kannte den unheimlich guten Matthias Beetz, weil ich habe nämlich in Sachsenhausen, wo er auch gewohnt hat, da habe ich so eine kleine Wohnung im Erdgeschoss, gell, mit dem Fenster zur Straße, und da ist er immer jeden Tag vorbeigekommen, gell, ja, wenn er sein Frühstücksbrötchen geholt hat, ja, um 14 Uhr, ja, das ist, verstehe Sie? Sie gucken mich, ja, Frühstücksbrötchen um 14 Uhr. Ich meine, gut, ich sage immer Kabarettisten, ne? Abends kritisch, morgens müde, ja. Ne? Das ist, ja, aber andererseits muss ich auch sagen, er war unheimlich viel unterwegs. Also ich war sein größter Fan. Ich glaube, ich war im tiefsten Innern sein größter Fan. Ich habe ihn so oft beobachtet im Fernsehen, dann war er mal im Ersten, dann war er auch mal im Zweiten, dann habe ich ihn sogar mal im Dritten gesehen und dann auch später noch mal im Ersten. Also ich krieg's gar nicht mehr all zusammen, aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist, dass jetzt, also in den letzten 12 Monaten, habe ich das Gefühl, war er öfter im Fernsehen als früher. Ja, ist komisch, gell? Er scheint jetzt bei den Fernsehmachern mehr Freunde zu haben als früher, neuerdings. Ja, das ist doch irre. Und, gell? Ja. Und irgendwie, also jetzt erschrecke ich es nicht, aber es hat mich ein bisschen auch so, irgendwie kam ich über den Dreh auch auf die Beerdigung, auf der ich damals war, weil da waren ja auch, ich will jetzt niemand beleidigen, aber da waren so ein paar dabei, wo ich das Gefühl habe, die hätten zur Lebzeit mit dem Arsch nicht angeguckt, ja. Ja. Und ja, das ist, mir hat jemand, psychologisch kenne ich gar nicht aus, der hat mir erklärt, das nennt man einen späten Gefühlsschub, ja. Vor allem, wenn Kameras laufen, ja. Deswegen, aber ich sage Ihnen, es ist mir im Prinzip auch scheißegal, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, weil was mich viel mehr geschockt hat bei der Beerdigung war, dass ich eine Woche später im Fokus lesen musste, dass ich umzingelt war von lauter Verbrecher. Haben Sie das gelesen? Im Fokus stand, es war ein Treffen von Altkriminellen, ja. Linksradikale Schläger aus der Batschka, lauter, hören Sie mal, einer war dabei, der hieß sogar Fischer, er sagt, es wäre der Schlimmste, das wären alles, ja, hören Sie mal, lauter Kriminelle und ich habe es nicht gewusst. Ja, ich habe meine Freundin Margot angerufen, ich habe Margot, wenn ich das letzte Woche gewusst hätte, ich hätte gar keine Handtasche mitgenommen, ja. Das ist, ja, naja, aber andererseits, also, ich muss also sagen, der Herr Beetz, also, ich habe ihn sehr bewundert, er war ja auf alle Ebenen unterwegs. Haben Sie das eigentlich mitbekommen? Der hat ja Sachen gemacht, da werden es, wenn Sie gar nicht wissen. Aber ich, eines Abends zum Beispiel, da war es schon dunkel, habe ich gerade mein Kissen im Fenster nochmal umgedreht und, ja, da ist er vorbeigerannt, in so einem Stech drin, da habe ich gesagt, Herr Beetz, wo geht's dann hin um die Uhrzeit? Da sagt er, ich muss in den T-Shirt-Palast.
In der Tischerpalast. Ich, hören Sie mal, ich bin ja fast aus alle Wolke gefallen. Das hätte man doch so einen gefleischten Mann gar nicht angesehen. Ja. Ich war so begeistert, ich war so ergriffen, weil ich das nicht gewusst habe. Ich habe mich in das Fenster gegangen, ich habe, Herr Pilz, habe ich gerufen, da arbeiten Sie mit Raubkatze und man riecht gar nicht. Ja, das ist, Hut ab. Ah, ja, ich weiß, von was ich spreche, hören Sie mal, ja. Mein erster Mann, der Wenne, ja, der hat nie mit Raubkatze gearbeitet, ne. Aber hat immer gestunken wie das Exotarium im Hochsommer, ja. Das ist, ja, in seinem Unterhemd, in seinem Einzigen, ja. Und ich... Ja, Sie lachen jetzt, aber ich habe oft zum Werner gesagt, nimm dir mal ein Beispiel am Herrn Bates. Ja, das ist wenigstens, der hat es wenigstens zu was gebracht. Wobei ich jetzt im Nachhinein ein bisschen schlecht gewissen habe, weil ich mir denke, vielleicht war es auch doch ein bisschen ungerecht, weil manchmal ja Künstlerkarrieren manchmal ja auch ein bisschen von Glück oder Pech auch so beeinflusst sind. Also jetzt nicht vom Fall vom Herrn Bates, der war ja klasse, aber ich meine, manchmal haben ja auch Leute trotzdem Glück. Nehmen Sie doch zum Beispiel mal die Tarzan-Darsteller, die es all gegeben hat, ja? Ja, so der Lex Barker, der Johnny Weissmüller und so, die haben ja spätestens seit diesen Filmen, haben die eine steile Weltkarriere hingelegt. Und das ist ungerecht. Unser Onkel Rainer, der hat 20 Jahre im Frankfurter Zoo gearbeitet. Und als ihn eines Morgens nackig mit dem Zebra erwischt haben, ist er in den Knast gekommen. Ja, das ist doch ungerecht. Hier die Weltkarriere und da Gefängnis, ja, das stimmt doch alles nicht. Oder nehmen Sie doch jetzt auch mal diese Comedy, weil das hört ja gar nicht mehr auf. Comedy nicht. Das ist, ja, verstehe Sie, ja, Comedy, das ist doch, hören Sie mal, und wenn ich dann manchmal sehe, was die einem für neu verkaufen wollen, da könnte ich aber gerade mal, also da muss ich mal lachen. Neulich habe ich zum Beispiel eine Sitcom gesehen, das ist so eine Serie, eine Sitcom, ja. Und da war eine Familie und da war die Frau tagsüber eine biedere Hausfrau, aber abends ist sie auf den Strich gegangen. Was ist denn daran neu? Ja, also, hören Sie mal, sowas haben wir zentnerweise in der Nachbarschaft, ja. Ja, und über sowas hat mein Werner schon damals Witze gerissen. Wie oft hat er damals schon gesagt, der Alf Hund, Mensch, gerne mal vom Balkon aus in die Dauerwelle kotzen. Ja, das ist, ja, Sie zucken jetzt zusammen. Ich weiß, nein, Sie können auch klatschen, mir ist es egal. Also, das ist, zucken oder klatschen. Aber, ja, aber ich weiß, aber ich will Ihnen mal was sagen, das ist doch modern. Das ist nämlich die Sprache von den Komikern heutzutage. Ja, das Neue sagt jemand, hör mal, das nennt man neuerdings Trash-Comedy. Ich habe gesagt, red kein Quatsch, ich habe schon Trash bekommen, da gab es doch gar kein Comedy, ja. Verstehe Sie, ja, ja, aber das, ja, wissen Sie, und ich muss also ganz ehrlich sagen, und Sie merken auf jeden Fall, Sie merken, Talent bei uns in der Familie war schon immer vorhanden, und also auf alle Ebenen, ach ja, der Onkel Hans, der ganz von früher, der hat ja schon die herrlichste Judewitze gerissen, ne, da hat man damals noch mehr im kleinen Kreis gelacht, heute ist es ja in der neuen Szene, lachen wir halt mehr drüber, ne, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist, Sie lachen immer noch, gell? Ja, ja. Manchmal dauert es auch. Aber es ist halt, es ist so, ich sage Ihnen, der größte Hoffnungsträger, den wir wo in der Familie haben, das ist mein Sohn. Den hätte ich Ihnen eigentlich unheimlich gern mal vorgestellt, aber ich weiß, ach, da ist er ja, Schätzchen. Das Schätzchen ist da. Na, Schatzi, hör mal. Süße, ich hab den Leuten schon gesagt, dass du so ein besonders lustiger Vogel bist. Mach doch mal was lustig, erzähl doch mal einen Behindertenwitz zum Beispiel. He? Mutter, du nervst wie die Sau, weißt du? Du nervst wie die Sau. Ja, dann mach was über Arbeitslose, der Ausländer oder schwule Arbeitslose, Ausländer oder was weiß ich. Du nervst mich wie die Sau, ist ja nicht lustig, ich muss immer so lachen, wenn ich ihn sehe, gell? Und gut, er ist ein bisschen schüchtern, aber das mögen die Leute ja beim Komiker, gell? Und wisst ihr was ich überlegt habe, ob ich den nicht mal in Köln auf die Comedy-Schule schicken soll? Ja, die bilden so Komiker aus, weil er kann sämtliche Komiker und Kabarett nachmache, die es gibt. Die Leute, die heute hier aufgetreten sind, die macht er besser nach wie die sich selber. Ja, ja. Wisst ihr was? Er soll mal einen machen und dann raten Sie mal, wer es ist. Das macht bestimmt Spaß. Komm her. Hey Mutter, du nervst wie die Sau, weißt du das? Jetzt echt. Jetzt, du nervst mich wie die Sau. Jetzt machst doch mal die Leute flippe aus. Ich mach's nicht, du nervst wie die Sau, echt du. Aha. Willst du, dass die Mutti weint? Ja, hallo, erst einmal. Ist noch nicht fertig, ich bin noch besser. Komm, mach's fertig. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Und haben Sie erkannt, wer war's? Der Rüdiger Hoffmann, es war noch besser wie das Original, oder? Ja, Sie bleiben Sie sitzen, Sie können sich ja gar nicht mehr halten. Jetzt, er soll noch eine machen. Jetzt machst du mal, jetzt mach ich. Ich mach's nicht, du nervst mich wie die Sau, Ernst. Du nervst auch die Leute, merkst du das nicht? Hä? Moment, du nervst die Leute. Moment, ich nerv die Leute, ja, ich nerv die Leute. Warte, ja. Das kläre ich mal ganz kurz. Entschuldige Sie, nerv ich Sie? Soll er noch eine machen? Okay, Achtung, bitte. Ficken.
Und wer war das? Der Ingo Appelt, genau. Ein Wort, das komplette Programm. Hier, Merkst du das? Merkst du, wie die Leute jetzt so Füße liegen? Ja, das ist so herrlich. Wisst ihr was? Und er ist ja auch Verwandlungskünstler. Er soll jetzt mal wenn der sich verkleidet, dann brechen sie ab. Ja, pass auf, jetzt machst du mal schön. Hey, du nervst wie die Sau, glaub ich. Du nervst mich wie die Sau im Ernst. Sag mal, willst du, dass die Mutti jetzt auf einmal hier krank wird? Ja, also jetzt bin ich. Also, pass auf. Ach du Scheiße. Was guckst du? Moment, ich guck doch gar nicht. Ich sag jetzt so empfindlich, mach doch lieber. Ja, ich mach's doch grad. Was guckst du? Krass. Du nervst ihn nicht so, Mensch, so weißt du. Das Scheißdreck da, du, ha? Warte, stopp. Ich brauche eine Klatsch, aber haben Sie es, wer war's? Kajayana. Sie meinen ein Arner Kajak, aber das ist ja hier kein Sport gewesen. Das war doch im Text mit drin. Das war der Günther Krass. Ja, so viel Intellektuelle, da kommen sie nicht drauf. Das ist ein bisschen schwach, ja. Also, und jetzt machst du doch was von Matthias Beetz. Da hat er sich nämlich ein Gedicht rausgesucht. Ich finde es schön, dass er ein Gedicht genommen hat. Ich kenne es selbst auch nicht, aber er hat sich ein Gedicht rausgenommen. Ich bin mal unheimlich gespannt, was er jetzt vortragen wird. Okay, gut. Ich bin ein Feischling, ich bin kein Rescher, ich bin kein Luftpump, ich bin ein Fächer, ich bin kein Eimer, ich bin ein Becher, ich wäre so gerne ein Sexualverbrecher. So, fertig jetzt. Das ist von Matthias Beetz. Das ist von Matthias Beetz. Ja, aber sag mal, hat es nicht ganz anders angefangen? Doch, es hat ein bisschen anders angefangen. Okay. Jeder Mann, ob groß, ob klein, soll Hammer oder Amboss sein. Schön. Ich bin von beiden nichts, drum stehe ich hier und wichs. Ist zufrieden jetzt? Ja. Jetzt haben Sie mal einen Eindruck bekommen, was ihn literarisch so interessiert. Ja. Und gut, dann würde ich. Also, der Goethe hätte es nicht besser hingekriegt, oder? Der Goethe jetzt. Wer der Goethe ist? Ja? Der Goethe halt, das ist ein alter Frankfurter, das ist der Urgroßopfer von der Petra Roth. Hey, ist das? Wie die Warte mal, stopp. Jetzt laufen wir auf mich zu. Was ist los? Wenn die Mutti sagt, lauf, dann läufst du bitte, komm. Ja. Und jetzt dreh mal rum, lauf nochmal. Merkst du was? Er läuft wie der Charlie Chaplin, das gibt's doch gerade. Mein Sohn, Ich sag's Ihnen, also da werden wir noch viel Spaß mit haben, oder? Glauben Sie auch, gell? Sie sind so begeistert, Sie haben schon Tränen der Rührung in den Augen und ich werde auf jeden Fall auf die Köln Comedy Schule schicken und wenn die es nicht nehmen, dann schicke ich ihn zu der Amis, die nehmen ja gerade alles, ne? Also tschüss, ihr Leute. Tschüss, ja. Herr Jonas, ich hätte da was für Sie. Ab und zu kommt es vor, man wird gefragt, sagen Sie mal, wieso gehen Sie auf die Bühne? Und ich sage dann immer, Beltz ist schuld. In der Tat ist Beltz schuld und ich kann mich erinnern, das war 1994 in Berlin. Ich sah ihn auf der Bühne und vor allem hat mich sein Intellekt sehr beeindruckt. Eine Sache, die er damals auf der Bühne brachte, war zum Beispiel die Frage und auch die Antwort, was unterscheidet Erich Honecker von Eberhard Diepgen? Honecker ist leberleidend und Diepgen leider lebend. Und ich habe gemerkt, dieser Beltz ist ein großer Menschenfreund, ein Humanist, was ja auch mir als bayerischem Wesen quasi inne ist. Und gerade heute denke ich mir, wo ich selber auf der Bühne stehe, wenn Matthias die jetzigen Verhältnisse miterleben würde, was wäre das für ein toller Fundus für ihn? Gefundenes Fressen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ein Lieblingszitat von ihm, was ich immer gern gebrauche, ist, er stellt ja die These auf, die Hessen sind die Serben Deutschlands. Und daran musste ich neulich denken, ich war in Frankfurt unterwegs, musste tanken und stand da an der Tankstelle. Sah zwei Männer sich unterhalten und meinte der andere, Mensch, hast du gehört, der serbische Präsident ist erschossen worden? Da meinte der eine, und wieso, was hat er mit Schröder zu tun? Und wissen Sie, was mich sehr betrüblich stimmt, dass mittlerweile in Deutschland sogar sich meine türkischen Landsleute nicht mehr wohlfühlen. Erst letzte Woche meint einer zu mir,
Kannst du mir sagen, was ist los in Deutschland seit dieser letzten Bundestagswahl? Letztes Jahr im Sommer noch Stoiber war vorn. Alle haben gedacht, wird erster Ausländer Bundeskanzler. Ja, dann ist gekommen im Osten diese Flut. Ja, und dann auf einmal SPD war vorn. Ja, weil dann alle haben gewählt SPD, weil haben gedacht, nach uns die Sintflut. Na, weißt du, warum in Osten diese Flut? Ja, vor 10 Jahren, dort Helmut Kohl immer hat versprochen, diese blühende Landschaften. Ja. Ja, wenig gegossen, nichts passiert. Ja, dann kurz vor Wahl alles auf einmal. Ja, erst bei Schröder auch hat man gedacht, er ist so eine wirre Einzeltäter. Ja, ja, dann, er nur hat geholt diese Frau Gesundheitsministerin Schmidt. Ja? Jetzt Krankenstand in deutsche Betriebe auf Rekordtief. Ja, jetzt ist Frau Schmidt Gesundheitsministerin, jetzt alle wissen, jetzt wenn du bist krank, bald du bist tot. Weil Problem in Deutschland ist auch, Deutsche werden immer weniger, aber alte Menschen werden immer mehr. Ja, und damit jetzt alte Menschen auch werden weniger, verantwortlich Frau Schmidt. Ja, jetzt ab 70 Jahre kriegst du keine Medikamente mehr. Ja, jetzt du musst sterben, natürlicher Tod. Und dann noch dieser Herr Eichel. Ja, ja. Eichel hat gesehen, er schafft nicht Angleichung von Ost an West. Ja, jetzt er macht Angleichung von West an Ost. Ja, aber was dann passiert, hast du gesehen, vor ein paar Wochen bei Wahlen. Jetzt, Niedersachsen gehört zu Süddeutschland. Wenn Deutschland macht so weiter, dann Deutschland bald so Verhältnisse wie auf Balkan. Und als ich das gehört habe, musste ich wieder an Matthias Belz denken und denke mir, so unlogisch wäre es nicht, denn laut Belz ist er schließlich ein Serbe Finanzminister. Danke. Ja, meine Damen und Herren, guten Abend, freue mich. Ganz außerordentlich, meine Damen und Herren, es ist mir ein außergewöhnliches Vergnügen, heute Abend bei Ihnen sein zu dürfen. Ich darf mich kurz vorstellen, ich kenne meinen Namen, ist Oberstleutnant Sanftleben. Ich bin Presse- und Öffentlichkeitsoffizier, abkommandiert von der Bundesführungsakademie in Hamburg. Ich arbeite schwerpunktmäßig im unmittelbaren Kontakt mit der Zivilbevölkerung vor Ort, gegen bunte Abende, Politmagazine etc. etc. Sie fragen sich jetzt vielleicht, was ist das für ein komischer Landsknecht, der hat ja so gute Laune, nicht wahr? Nun, es freut mich einfach bei einer solchen Gala dabei sein zu dürfen, meine Damen und Herren. Wir sind in der ersten Woche des Irakkrieges. Ich denke, Sie haben sich schon ein bisschen dran gewöhnt. Nicht wahr? Die erste Woche ist immer die schlimmste, meine Damen und Herren. Man guckt dauernd hin. In der zweiten und dritten Woche beginnt mal langsam sich die Rosinen in den Meldungen rauszupicken. Ich möchte auf ein Thema eingehen, das von ziviler Seite immer wieder in diesem Tag an mich herangetragen wird. Nämlich die Frage, was sind denn die Konsequenzen dieses soeben frisch begonnenen Krieges für die Bundeswehr in der Republik Deutschland. Nun, liebe Landsleute, ich denke, wenn sich der Pulverdampf erstmal verzogen haben wird, wenn im Irak die Massenbestattungen und in New York die Konfettiparaden beendet sind, dann werden wir um eine Neudispositionierung und Neupositionierung der Bundesrepublik im Allgemeinen Bundeswehr besonders nicht drum herum kommen, meine Damen und Herren. Ich habe dazu zwei kleine Szenarios skizziert, die ich hier vortragen möchte. Art 1, nehmen wir als erstes die Ausgangslage 1 von mir, Happy End genannt. Wir erleben einen konventionellen Blitzkrieg mit Kollateralschäden unter dem Zehnfachen des Twin Tower Niveaus. Börse und Dollar bleiben stabil, Blair bleibt im Amt und Schröder wird abgelöst. Eine unionsgeführte deutsche Regierung entschuldigt sich bei den Vereinigten Staaten. Wir müssen uns aber trotzdem ganz hinten anstellen oder kommen ins Strafbataillon.
Lage 2, Worst Case. Häuserkampf in Bagdad. Saddam spuckt Gift und Galle sozusagen, nicht wahr? Rumsfeld macht, will dahinter sich nicht verstecken. Er liquidiert Bagdad durch atomare Gefechtsfeldwaffen und Sharon macht aus der Westbank eine palästinenserfreie Zone. Daraufhin können wir erwarten, dass muslimische Sturmtruppen den Sprengstoffgürtel enger schnallen werden, weil weltweit kommt es zu medienwirksamen Weichteilschäden an amerikanischen Staatsbürgern. Die US-Armee wird zur Gesamtdemokratisierung der arabischen Welt vor Ort bleiben. Die Konfetti-Parade fällt aus, Blair stürzt und Schröder bleibt im Amt. Wir werden dauerhaft von amerikanischen Schlachtfeldern ausgeschlossen und müssen Deutschland am Hindukusch alleine verteidigen. Nun, liebe Landsleute, gleich welches Szenario sich verwirklichen wird. Für die Bundeswehr ist eine Konsequenz in beiden Szenarien gleich und unausweichlich. Nämlich die zügige Umwandlung der Bundeswehr in eine hochtechnisierte, global operierende Berufsarmee. Eine Entwicklung, meine Damen und Herren, die seit langem überfällig ist, die auch dem Arbeitsmarkt und der deutschen Wirtschaft Impulse geben kann, stimulieren kann und gleichzeitig wird sie zu einer Neubestimmung und Höherbewertung des Soldatenbildes in der deutschen Öffentlichkeit beitragen. Meine Damen und Herren, wir haben bei der Bundeswehr einen Nachschubbedarf an Humanmaterial. Tausende von qualifizierten Stellen sind offen und das beim verstopften Arbeitsmarkt. Wie kann sowas überhaupt passieren, fragt man sich. Nun, meine Auffassung ist, wir haben bei der Bundeswehr die aggressive Werbung jahrelang vernachlässigt. Die Werbung bei der Bundeswehr ist seit ewigen Zeiten immer derselbe Soldat im Gelände, Gestrüpp am Hut und Dreck im Gesicht. Ich frage Sie mal allen Ernstes, liebe Leute, wen spricht sowas heute noch an? Im Schlamm suhlen. Mein Gott, das war vielleicht früher mal ein Anreiz für den analen Charakter, nicht wahr? Der konnte sich beim Bund von den rigiden Reinlichkeitsritualen der Mutter befreien, nicht wahr? Aber das ist doch längst passé, nicht wahr? Schon die 68er-Generation, die hat sich auf der Straße abreagiert und deren Kinder haben ihre Exkremente bereits als Fingerfarbe an der Küchenwand verteilt, nicht wahr? Also wir haben hier sozusagen die falschen Zielgruppen und die falschen Altersgruppen beworben. Eine Werbeoffensive kann sich neue Bevölkerungsschichten erschließen, die bislang perspektivlos gewesen sind. Als Beispiel nehmen Sie mal den übergewichtigen PC-Freak, nicht wahr? Pokémon-Spieler in der Hauptschule, die Frischluft für schädlich halten, die Turnstunde schwänzen, aber zu Hause an der Playstation können Sie eine F-16 in Echtzeitsimulation fliegen, nicht wahr? Solche Gruppen hat bislang die Bundeswehr vernachlässigt, hier können wir zugreifen. Neue Richtungen, neue Wege, neue Bevölkerungsschichten. Gut, wir können auch mal auf altes Know-how zurückgreifen, nicht wahr? Etwa das pädagogische Know-how der alten DDR-Kinderkrippen, nicht wahr? Beim Zusammenstecken und beim Basteln von Holzpanzern und Pappgewehren, nicht wahr? Das ist allerdings natürlich auch etwas veraltet. Mittelfristig, meine Damen und Herren, denke ich, dass wir gerade bei der Schülerwerbung den amerikanischen Weg gehen sollten. Die US-Armee hat ein beispielhaftes Projekt begonnen, vor 5 Jahren. Sie hat in den letzten 5 Jahren mehrere Dutzend amerikanischer Hauptschulen schwerpunktmäßig in Elendsvierteln amerikanischer Großstädte übernommen und das mit durchschlagendem Erfolg. Diese Schulen werden heute in Regie der US-Armee bereits eigenständig geführt. Diese Schulen sind teilkaserniert, nur noch das Lehrpersonal trägt Waffen. Die Schüler schießen nur noch unter Aufsicht in speziell eingerichteten Trainingscamps. Haarschnitt und Körperhaltung werden benotet und die Klassenbesten erhalten jedes Jahr einen Gratisflug bei der Air Force. Hier könnte man sagen, die Amerikaner, die haben diesen Satz umgesetzt, meine Damen und Herren, nicht wahr? Schule und Leben, das ist ein und dasselbe. Die Amerikaner diskutieren nicht nur über die Anwendung Gewalt, sie tun es auch, meine Damen und Herren. Und das zum Wohle des großen Ganzen. Ja, könnte man sozusagen von Amerika lernen. Heißt Siegen lernen. Liebe Landsleute, lassen Sie mich noch langfristig darauf hinweisen, dass wir nicht drumherum kommen werden, einen Bestand der Bundeswehr durch eine Korrektur des demografischen Faktors zu sichern. Der schwere, der eklatante Engpass beim Nachschub von Humanmaterial ist nur auf diese Art und Weise langfristig zu beseitigen. Ich möchte deshalb heute Abend die Gelegenheit nutzen, an alle Frauen im gebärfähigen Alter zu appellieren. Sie haben eine einzigartige Gelegenheit, bei dem von mir skizzierten, dem Vaterland gewaltfrei zu dienen. Und sind Sie mal ehrlich, meine Damen, es gibt ja auch angenehme Pflichten gegenüber Vaterstaat. Ja, nicht alles, was Eichel heißt, ist unangenehm. Ein kleiner Scherz aus dem Casino. Ich denke, der wäre geradezu des Kameraden Belz würdig gewesen, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wiederschauen. Danke sehr. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Das ist für mich hier ein Déjà-vu-Erlebnis heute Abend, als wir das letzte Mal hier aufgetreten sind. Das war ungefähr vor 12 Jahren, damals noch mit Matthias zusammen. Und wenn ich hier so in den Saal gucke, da sitzt auch der eine oder andere aus der Zeit noch hier. Kann man nur sagen, jünger wird keiner, meine Damen und Herren. Ne? Bei uns ja auch so. Wir feiern nächstes Jahr unser 50-jähriges Bühnenjubiläum. Können Sie sowas vorstellen? Was? Da spinnst du 50, unser 25-jähriges Bühnenjubiläum. 25 Jahre. So alt siehst du auch wieder nicht aus. 25 Jahre auf der Bühne und 25 Jahre Beziehung mit dieser Frau, das sind 50 Jahre, das können Sie mir glauben. Aber davon haben wir 25 Jahre, von den 25 Jahren haben wir wenigstens 12 Jahre waren wir mit dem Bell zusammen. Das war eine schöne Zeit. Da waren immer noch 2 Männer gegen eine Frau. Da habe ich mich so wohl gefühlt. Da hat man das Gefühl gehabt, man konnte sich behaupten, aber danach muss man sagen... Ja, du hast eben aus der Not eine Tugend gemacht, ja, sind wir beim Beziehungskabarett gelandet, ne? Haben wir Leben und Arbeit miteinander verbinden wollen, die Liebe auch noch dazu, das, sind wir zusammengezogen, Dieter aber, und ich. Ja. Bell hat gesagt, mach das nicht. Oh, Bell hat gesagt, probier mal aus, also es kann schlimmer. Vielleicht hätte ich drauf hören sollen. Ich habe ja sowieso die ganzen Jahre über so neben Dieter, habe ich mir gedacht, Mensch, vielleicht ist Dieter so eine Frau eigentlich zu wenig. Eine einzige ist zu wenig, ja, dann bin ich zu dem Schluss gekommen, vielleicht müsste ich mehrere Ichs haben. Was heißt müsste? Du hast mehrere Ichs, du hast das noch nie kapiert, vor allem wenn du Klamotten gekauft hast. Da hast du immer das Gefühl gehabt, du müsstest da 20 andere Frauen mit einkleiden, ja? Ich weiß ja immer, wenn ich shopping gehe, was ich will. Ja, du weißt im Gegensatz zu dir. Er bringt am nächsten Morgen sofort die Klamotten wieder in den Laden zurück. Ja, sofort was bleibt anders übrig? Das bleibt mir dann anders übrig, wenn eine Frau steht, sie steht da und sagt, das darf doch nicht dein Ernst sein, wie siehst du aus? Das kann doch nicht. Da muss ja, ich er denkt immer, ich rede ihm das alles ein. Ja, redest alles. Rede ich dir auch die Blasen an Füßen ein, die du dir immer läufst, weil du dir deine Schuhe regelmäßig drein und mal zu klein kaufst? Oder die Unterhosen, die in den Kniekehlen hängen? Ja, rede ich dir alles. Weißt du, was dein Problem ist? Du reißt immer dermaßen die Klappe auf. Aber wenn du der Mutter sehen allein in so einem Laden stehst mit der Verkäuferin, dann mutierst du zu einem hilflosen Bubi mit Artikulationsschwierigkeiten, der gerade noch mal in der Lage ist, 6 Worte zu stammeln. Ja, bitte packen Sie mir es endlich ein. Weil ich raus will aus dem Laden, weg von den Frauen, die mir einreden wollen, mich auszusehen haben. Ja, aber da komme ich heim, da steht da eine Frau und sagt, das darf doch nicht dein Ernst sein. Ja? Ja, ich sag, weil deshalb bin ich ja dann auch immer mit, wenn er sich was Neues kaufen muss. Ja, musste, das ist das richtige Wort, musste. Er wollte nicht, er brauchte nichts, aber er musste. Wenn ich schon morgens wach geworden in dem Bett, da saß ich schon manchmal neben mir und hab gesagt, Dieter, ich glaube, wir müssten mal wieder was kaufen. Da bin ich schon ins Bett gekrochen zum Hund und habe ich gesagt, geh du mit. Und er ging sehr gerne gern mit mir shoppen, ja, auch heute noch. Für Dieter ist es die Hölle. Ja, ja. Für ihn ist es ja manchmal, der wird ja richtig bockig. Ja. Sowas von schon einmal kam er sogar aus der Umkleidekabine nicht mehr raus. Nicht mehr raus, Ich stand da draußen, ich sage, ich warte jetzt. Heute dauert es aber lang. Gut, ich hatte ihm zum Probieren noch so ein paar Badehosen reingereicht. Ja, Badehosen, so 2 Stapel. Ich werde da heute noch stehen. Ich werde da heute noch stehen, wenn ich diese Badehosen ausprobiere. Und dann machst du ganz langsam den Vorhang zur Seite, weil ich weiß, da kann er unheimlich sauer werden, wenn man so rutscht. Weil du den Vorhang aufreißt wie eine Geistesgang und brüllst durch den Laden. Passt hier! Und da kommen 20 Verkäuferinnen, die gucken kurz und sagen, nee, passt nicht, sieht nicht aus, sieht nicht. Passt überhaupt nicht zu dem Mann, ausgeschlossen. Ja, und mache ich so langsam den Vorhang, ist der weg? Ja, so weg. Ist er abgehauen durch den Hinterausgang? Ja. Aber die Klamotten, die lagen noch auf dem Höckerchen. Ja, ja, wie bist denn du da rausgekommen? In der Badehose bin ich abgehauen. Das war hier im Kaufhof, in der Badehose bin ich abgehauen. Ich habe die Durchsage von der Verkäuferin gehört, der Mann in der Badehose, den können Sie rennen lassen, der ist harmlos. Das, was da raushängt, das ist nur das Preisschild. Ich habe dich deshalb immer begleitet und will es auch weiterhin tun, weil ich in der Auswahl deiner Klamotten stilistisch mal so ein bisschen zur Seite stehen will. Ich brauche niemanden. Was glaubst du, was das für ein Mann für ein Gefühl ist, wenn er in eine Garderobe geht, zieht sich eine Jeans an und die passt, dann weiß er, der Auftrag ist ausgeführt, da geht er nach Hause, das Jahr ist gerettet, da kann nichts mehr passieren. Das reicht nicht aus, wenn was passt. Es ist grotthässlich, aber passt, oder wie? Mir reicht's aus, aber dann komme ich heim, dann stehst du wieder da und sagst, das darf doch nicht dein Ernst sein. Ja, wenn jetzt meine Mutter kommt, wie siehst du aus in der Hose? Was soll ich denn bitte schön anderes sagen, wenn einer mit seinen Streichholzbeinchen und seinem Flachpo in einer Karottenjeans für extra fette Oberschenkel ertränkt. Das sieht nun mal doof hast aus. Hast du sie noch alle? Ich wollte mir doch gar nichts kaufen. Kapierst doch endlich mal. Das ist dein Problem. Willst du ja heute noch nichts kaufen? Ich meine, die Klamotten, in denen du früher rumgelöst hast und heute manchmal auch. Ja. Da wundern sich ja die Leute, dass du sie nicht anbittest. Da haben sie mal 1 Euro. Und heute musst du ja aufpassen, dass wohlerzogene Jugendliche in der Straßenbahn nicht für dich aufstehen. Sag, ich bin eine jugendliche Erscheinung. Guck mich an, wie ich hier stehe. Ich bin eine jugendliche Erscheinung. Ich gehe als Jugendlicher durch. Mich hat neulich an der Kinderkasse eine Frau nach dem Ausweis gefragt. Zum Beispiel, Da gab es bestimmt Seniorenermäßigung oder sowas, ne? Man sieht ja in den Klamotten, den du rumläufst, da kannst du zu den grauen Panthern gehen. Grauen Panthern, wenn ich überhaupt irgendwo hingehe, da gehe ich zu den gelben Tigern, verstehst du? Die gelben Tiger, Was sind die gelben Tiger? Kennst du nicht die gelben Tiger? Das ist die Jugendorganisation der grauen Panther, da gehe ich hin.
Sie wollen mich, Dieter, dir geht es wie allen Frauen auf der Welt. Darauf kann man das Problem reduzieren. Ihr könnt euch, dir geht es wie den Männern, ihr könnt euch einfach von uns Frauen nicht helfen lassen. Helfen, jetzt will ich mal sagen, helfen. Ich sag dir das jetzt wirklich und glaub es mir. Es gibt keinen Mann mehr auf der Welt, der so naiv ist, dass er glaubt, wenn eine Frau einen Mann in ein Bekleidungsgeschäft begleitet, sie will ihm nicht helfen. Sie will sich rächen. Rächen für alles, was ihr jemals im Leben angetan wurde. Da verbündet die sich mit den Verkäuferinnen. Was heißt überhaupt Verkäuferinnen? Das sind Frauen, die werden seit Generationen ausgebildet zu erkennen. Da kommt eine Frau mit dem Mann. Heute haben wir Spaß. Rein in die Klamotten, raus in die Klamotten, bis der nicht mehr gehen kann, bis der auf allen Vieren rumhopselt und sagt, ich bin euer Opfer, macht mit mir, was ihr wollt, ich bin eure Barbie-Puppe. Eine Frau, die einen Mann in ein Bekleidungsgeschäft begleitet, das ist ein Fall für die UNO-Menschenrechtskommission. Hier, wär's voll, ne? Hier, wär's voll, der hat einen neuen Teppich. Ne? Hat er. Das hat er. Und er hat den Teppich gekauft in den Laden, wo Schildkröte arbeitet. Das gibt's doch gar nicht. Er kauft den Teppich in den Laden, wo Schildkröte arbeitet. Der kennt ihn gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wertvoll ist mein Nachbar, ne? Und Schildkröte ist mein Kumpel. Und er kauft den Teppich in den Laden, wo mein Kumpel arbeitet. Ich kenne den gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ja? Nee, jetzt mal anders. Ne? Schildkröte ist mein Freund, ne? Jetzt, jeden Abend gehe ich mal sagen runter, ne? In Imbiss zu Ingo, ne? Und dann bringe ich die alte Bier hin und kaufe eine neue Bierflasche damit nicht nach Hause. Und dann gehe ich da hin und da sind immer viele Leute da, ne? Jetzt Schildkröte und ich und Ingo, ja die, ne? Ich meine, Ingo muss ja da sein, das ist ein Laden, das ist ein Album, wenn er nicht da ist, ne? So, und jetzt muss auch ein Schildkröte sitzt doch immer auf dem Bauhocker, erst in der Feierabendviertel, immer mit der S1-Viertel, dann vom Pompbüttel über Uzow steigt herumkommt und dann Männer und dann trinkt und dann immer abends ein Bier. Und jetzt muss ich sagen, es ist immer anders. Jetzt Schildkröte, ne? Er ist nämlich, das gibt's gar nicht, er hat in den Laden gearbeitet, wo der Westfuhr, den er gar nicht kennt, den Teppich gekauft hat. Denn er arbeitet nämlich in Pompbüttel bei Obi. Kennst du Obi? Ne? Ich bin nur mal hingefahren, weil ich wollte mal gucken, was er da macht. Ne? Jetzt muss ich sagen, wenn du nach Poppenbüttel mal fährst, nach Obi hin, kommst du rein durch dieses Ding, hast du erste Farben. Hast du die Abtönfarbe, hast du die bunten Farben, die Binderfarbe, hast du die Dispositionsfarbe, die Latexfarbe, die Heizkörperfarbe, die Lecker da drüben, hast du die kleine Lämpfelrolle, große Lämpfelrolle, die Ringpinsel, 16er, 10er, 12er, 8er, dahin hast du die Tapetenabstoß, Raufasertapeten, Kindertapeten, dann hast du hier Sanitär, Elektro und ganz hinten, wenn du durchgegangen bist, in so einen Kasten, da steht Schildkröte. Und jetzt muss ich sagen, das ist doch der Holzzuschnitt, ne? Der Säge ist da, ne? Und er ist jetzt, muss er steht und hat so eine Mickey Maus auf dem Kopf auf, ne? Das sind so eine Dinge, er sagt, das ist, weil der Säge ist immer so laut in Ohr, aber ich glaube, er hat das gar nicht so gerne, weil er ist eitel, dass so der Sägespäne in Ohr drin liegen, wenn er abends bei uns sitzt und sein Bier austrinkt, dann nämlich. Und jetzt muss ich sagen, ist nämlich, er ist einer von denen, das ist ein ganz kleiner, dicker, freundlicher Mann. Und er ist einer von denen, muss ich sagen, wenn du da jetzt hingehst, jetzt, ne, kommst du mir hin, so Tag, Herr Schildkröte, jetzt, ich habe jetzt nur als Beispiel jetzt, ne, ich habe ein Brett mitgebracht, muss ich sagen, 19 mm Span mit einem Resopol auf, ohne Umleimer, das ist jetzt, muss ich sagen, 17,4 mal 12.
Kannst mir das mal, Herr Schürkrede, bitte neu absägen, mal sorgen und das anders machen, ab 32,5 mal 20? So, und weißt du, was er denn sagt? Ja, sagt er. Und dann macht er das, er versucht das wenigstens, ne? So muss ich sagen, und jetzt Schildkröte ist, er sitzt abends immer bei Ingo auf seinem Bohrhocker und trinkt sein Bier. Jetzt, Schildkröte, warum heißt er eigentlich Schildkröte? Das frage ich mich auch, ne? Warum heißt er eigentlich Schildkröte? Ich weiß das gar nicht, weil solange wie ich den kenne, das ist seit über 15 Jahren lang, heißt er Schildkröte. Und zwar, weil er, genau, er heißt Schildkröte, weil er hat immer seit 15 Jahren die gleiche Jacke an. Das ist so eine Jacke, die ist aus Schwarz. Und die hat so Kroko da drinnen. Und die hat immer Geschenke gekriegt vor 15 Jahren. Ja, der jeden Tag an, der Geschenke gekriegt von seinem Schwager aus der DDR. Na, weil der die damals nicht mehr wollte. So, und jetzt hat er diese Jacke an und dann sitzt er auf dem Bauhocker auf und dann trinkt er ein Bier und noch ein Bier und noch ein Bier und noch ein Bier und dann wird dieser kleine, dicke Mann so rund und dann spackt die Jacke so über seinen Rücken über. Dann sieht er aus wie diese Ninja Turtles aus der Überraschungseier. Das wollte ich gar nicht erzählen. Westphal hat einen neuen Teppich, wollte ich erzählen, ne? Und er hat den gekauft in den Laden, wo Schildkröte arbeitet und er kennt ihn gar nicht. Das gibt's nicht, ich krieg das gar nicht in meinen Kopf rein heute Morgen. Ich sag, was war gestern wieder gerumpelt da oben? Ich sag, ach so, habe ich mir gedacht, jetzt kann ich mir das ja erklären. Weil Westphal hat sein Wohnzimmer ausgeräumt und damit ich heute den Teppich da reinlegen können. Ne? Heute Morgen um 8, ich sehe ein weißes Auto vor der Tür mit Geklapper, kommt das da an und da steht groß Obi drauf. Sag ich, ach Schildkröte, mein Kumpel, der besucht mich, ne? Aber next door waren so Männer in so Kittel, die haben dann so eine große Volumenwurst da rausgeschleppt aus dem Auto und dann hochgetragen, den vierten Stock und dann haben sie das ausgelegt. Ich habe mal geguckt, was sie machen und ich sag zu Ingo, Mann, das gibt's doch gar nicht, so ein Zufall. Das kann doch nicht wahr sein, dass Westphal in den Laden, wo mein Kumpel arbeitet, den Teppich kauft und aber damit noch gar nicht genug. Der Teppich, den wurde da so ausgelegt in den Zimmer, der war so braun-grau, jetzt muss ich sagen, braun mehr. So, und dann war der so hochgebogen, an der Seite das Gummi so, an der Wand, ich weiß, das macht man für Verschnitt, jetzt mal sagen, damit man das so hin, aber das ist ja egal, auf den ersten Blick, jetzt so braun, so hochgebogen, da sag ich zu Ingo, weißt du, wie das aussieht? Das sieht genau aus wie bei dir nach Feierabend auf dem Grill der Leberkäse. Das gibt's doch gar nicht so was. Tschüss. Dankeschön. Danke sehr, vielen Dank für den netten Empfang. Matthias Belz war nicht nur ein toller Kollege, er war ja auch ein Freund. In unserer Branche nicht so ganz selbstverständlich. Und ein Freund ist es ja vor allem einer, der die gleichen Leute hasst wie man selber. Naja, nun habe ich... Wir haben sicherlich immer die gleichen Leute geliebt, Matthias und ich, aber auf der Hassseite hat es ganz gut geklappt. Hat es ganz gut gepasst. Da hat der Matthias jede Menge Pointen zum Thema Hass, zum Beispiel diese hier, in jedem steckt ein kleiner Rassist, kommt nur darauf an, welches Hassobjekt gerade vorbeikommt. Und ich hätte mich gefreut, Matthias jetzt zu hören in dieser Lage. Naja, ich habe auch eben gerade Fernsehen geguckt da oben, habe den Feindsender abgehört, also CNN. Der große Chef wieder, Saddam must comply, mit diesen eng aneinanderstehenden Augen, Saddam must comply. Ja, gut. Weiß ich nicht, also, er hat jetzt gesagt, wenn der Irak besetzt ist, dann wird er in drei Teile aufgeteilt. Super, Super Plus und Diesel. Und er, was ich klasse finde, er führt dort die Demokratie ein, das fand ich richtig toll, weil dann kriegen die erstmal eine boomende Wirtschaft, ein tolles Gesundheitswesen und dann kriegen sie dann auch vor allem, hat er gesagt, der Bush, dann kriegen sie faire und freie Wahlen. Habe ich gesagt, super Idee. Warum den Irak? Warum denn nicht mal in Florida? Ich hör's doch. Naja.
Aber ich merke auch an diesem ganzen Krieg, wie alt ich geworden bin, wie alt wir geworden sind, richtig alte Säcke. Heute sind wir in Hamburg losgefahren, da war eine Demo auf der Straße, laufen die ganz jungen Leute rum, Schüler. Da denke ich, boah, bist du alt geworden. Man merkt es ja eh schon, letzter Geburtstag war es ja so, da waren die Kerzen teurer als die ganze Torte. Und dann, daran merkt man, dass es ja irgendwo kippt. Wenn man auf dem Sofa sitzt, zwei Versuche braucht, vom Sofa überhaupt hochzukommen. Wenn man dann steht, sich sagt, ich stehe schon mal, ist gleich ins Bett gehen. Das sind so die Momente. Man merkt jetzt, ja, da merkt man, man kommt selber aus einer ganz anderen Zeit. Wenn wir damals Chip gesagt haben, Chip, wir meinten wirklich noch ein Stück gebackene Kartoffel. Ja, Hardware war das amerikanische Wort für Eisenwaren, Software nicht einmal ein Wort. Und da stehen die jungen Leute vor mir, erzählen mir von Globalisierung, von Attack, von Friedensdemos und wie geldgeil und korrupt und machtbesessen sie die Politiker halten. Sag ich, Leute, das ist nicht neu, das gab's alles schon mal. Das war alles schon mal da, das ist ein Déjà-vu-Erlebnis für uns. Wir sind in der Bonner Republik aufgewachsen, da wurde Politik in Bonn gemacht. Sag ich, in Bonn, das wissen die gar nicht mehr, das ist aber ihnen noch flüssig. Wenn man dann sagt, Bundeskanzler Helmut Schmidt, gucken Sie dann so groß an, von Willy Brandt muss man gar nicht kommen. Das waren Politiker damals, die hatten noch Gesichter, Profile, messerscharfe Profile. Da ging es ab, da waren es richtige Rededuelle. Wissen Sie noch, im Bundestag, das waren Rededuelle, die den Namen auch verdient haben. Rededuelle! Da hat die Luft gebrannt hier, Rainer Barzen gegen Herbert Wehner. Da war doch was los im Bundestag. Da kochte doch die Stimmung. Wenn Rainer Barzen am Pulsar Laber, Staatstragen. Da saß Onkel Herbert schon so auf seinem Stuhl. So. Gib mir den Barzen, gib mir den zerreißigen Luft, den mach ich kaputt. Gib ihn her, den zerfleisch ich, den perfetz ich, den Barzel. Glühend bebend vor Wut, der Onkel Herbert. Und dann ist er zum Rednerpult gestürmt. Da hatte ich Angst um Barzel. Ja, wirklich. Ich hatte Mitleid mit Barzel. Furchtbar. Ich dachte, der arme Rainer wird von Onkel Herbert jetzt tranchiert. Und Onkel Herbert hat es nicht enttäuscht. Das war ein Urtyp. Der wäre doch nie auf die Idee gekommen, im Wahlkampf mit so einem schwuchteligen Wohnmobil rumzufahren. Furchtbar ist das nicht. Mit Chemie, Klo und Dusche. Der kam aus dem Hotel Lux. Da wurde kalt geduscht. Aber sibirisch kalt. Da kam die Eisluft aus der Dusche raus. Puff, puff, puff. Mit Größen von Onkel Josef. Puff, puff, puff. Und da ist er durchgegangen durch diese Schule und hat gekocht im Bundestag. Und dann hin zum Rednerpult mit dem schiefen Mund. Von der Pfeife so schief. Das war keine Pfeife. Das war eine brennende Barrikade, die auf seine Feinde draufgeschleudert hat. Hin zum Rednerpult und dann der Meister. Eine Anrede, drei Beleidigungen. Herr Doktor, was ist, wo lief das? Herr Doktor, was? Und wir haben gejubelt vor der Glotze, verdammt nochmal. Ganz anders. Das war ein ganz anderes Zeit, wirklich. Und überhaupt die Glotze. Wissen Sie es noch, ZDF? XY ungelöst? Mit Eduard Zimmermann? Den kenne ich noch in Schwarz-Weiß. Onkel Ede mit so einem großen Gesicht, eine Riesenbrille, sah immer aus wie so eine fett gewordene Fleischfliege. Entsetzt vor den Verbrechen der Welt stehen. Boah, sind die alle fies. Boah, pass auf, gleich kommt Onkel Ede, macht dich fertig, du. Pass auf. Hatte die Verbrecher gejagt, rund um den Globus, der Onkel Ede. Hat hinter ihnen her telefoniert, nach Wien, zu Peter Niedetzki. Natürlich. Alles hatte. Und nach Zürich zu Werner Vetterli. Und Werner Vetterli hatte auch noch keine Erkenntnisse. Und dann wieder Zurückschaltung nach Mainz. War das nicht herrlich? Wieder Eduard Zimmermann. Hände so zusammengeschoben, wie später Kohl das immer nachmachte. Kopf ganz schief, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir zu ganz besonders scheußlichen Verbrechen. Was haben wir gelacht? Naja, so gesehen, apropos ZDF, finde ich es natürlich schön, dass das ZDF diesen wunderbaren Matthias Belz-Abend aufzeichnet. Das ist doch toll. Ich finde das super. Das ZDF zeichnet auf, man darf gespannt sein auf die Schnitte. Das wird noch gut. Da hätte der Matthias auch Spaß gehabt dran. Den letzten Kontakt mit Matthias hatte ich 2 Tage vor seinem Tod.
Da rief er bei mir an und wir hatten ja gerade, er hatte gerade in Saarbrücken angefangen mit einer neuen Fernsehsendung, zweite Aufzeichnung hinter sich. Ich hatte in Köln gerade angefangen mit einer neuen Sendung, die erste Aufzeichnung hinter mir. Haben uns gegenseitig kritisiert, also Friendly Fire ausgetauscht. Und, ja, mit Betonung auf Friendly allerdings. Und dann hat er mir ein E-Mail angekündigt. Und das habe ich dann gekriegt. Und aus dem letzten E-Mail von Matthias möchte ich Ihnen gerne was zitieren. Da ging es also um Kabarett und Fernsehen, immer ein heißes Thema gewesen zwischen uns. Und dann hat er geschrieben, ich bin sicher, ich denke, dass wir immer besser werdende Sendungen machen werden, bei denen die Zuschauer sich nicht beklagen, bei denen sie nicht zu kurz kommen. Und dann hat er noch geschrieben, denn das Publikum besteht aus unterschiedlich motivierten Feinden, die wir besiegen sollen. Erst dann werden sie uns lieben. Herzlichen Dank. Breaking all the laws, and you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause, and Napoleon is weeping in the carnival saloon, his invisible fiancée's in the mirror, and the band is going home, it's raining hammers, it's raining nails. Yes, it's true, there's nothing left for him down here. And it's time, time, time. Yes, it's time, time, time. Yes, it's time, time, time that you love. Yes, it's time, time. Thank you.
And they all pretend they are orphans and their memory's like a train. You can see it getting smaller as it pulls away. And the things you can't remember tell the things you can't forget. That history puts a saint in every dream. So put a candle in the window and a kiss upon his lips, till the dish outside the window fills with rain. Just like a stranger with a weed in your heart, and pay the fiddler off till I come back again. 'Cause it's time, time, time. Yes, it's time, time, time. Yes, it's time, time, time that you learn. Yes, it's time.